Hallo und herzlich willkommen zurück zu Grim Dawn. Ja, letzte Folge war etwas kürzer gewesen, hat auch einen bestimmten Grund, weil wir würden in dieser Folge gleich von Anfang an ein Geheimnis auf die Spur kommen wollen. Und zwar wollen wir gucken, ob wir einen verborgenen Weg finden. Einige von euch werden schon sicherlich wissen, was sich hier verbirgt. Ich gehe mal auf die Karte. Wir befinden uns hier gerade in einem geheimnisvollen Weg. Ein Geheimgang hier, ne? Der ist nicht auf der Karte verzeichnet. Und ja, schauen wir mal. Oh, der verborgene Weg öffnet sich vor dir und wir betreten ein unbekanntes Gebiet. Ja, ich muss dazu sagen, dieses Gebiet selbst habe ich bisher wirklich nur einmal erforscht. Und natürlich, ich verrate nicht allzu viel, wenn es hier tatsächlich um diese Nebenquest der verborgene Weg geht. Ihr könnt gerne nochmal zurückschauen. Ich hatte ja in den vergangenen Folgen, da hatten wir schon mal zwei verborgene Wege gefunden. Wir haben Driggs Runenstein gefunden. Wir haben Solaels Runenstein auch gefunden. Und die liegen bei uns im Inventar. Und ich glaube, nur wenn die bei uns hier drin liegen, da sind nämlich diese beiden Runensteine, dann öffnet sich dieser Weg hier, dieser Felsen vor uns, dieser markierte Stein. So, es ist für mich quasi irgendwie schon unbekannt. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig daran erinnern. Ehrlich. Das ist schon sehr lange her. So, gucken wir mal, wo wir hier weiterkommen. Hier. Oh, das sieht so aus, als ob hier oben was schwebt. Diese Metallschatulle. So, jetzt habe ich gar nicht darauf geachtet, welche Stufe die sind. So, hier, da haben wir jetzt... Und jetzt können wir eine Höhle betreten. So, okay, dann wollen wir mal schauen. Ich hoffe, die Aufnahme läuft, ja. So, wir sind in einer gefährlichen Domäne, grausam. Kritische Treffer der Monster sind besonders tödlich, aber ihre Angriffe verfehlen das Ziel häufiger. Okay, die Qualität sinkt um 5%, aber der kritische Schaden steigt um 25%. Na, da bin ich ja mal neugierig. Erstmal schauen, welche Stufe die sind. 46. Also die sind nur geringfügig stärker als wir. Zwei Stufen höher. Das muss nichts bedeuten. Also zumindest gibt es dann ein paar Punkte. So, gehen wir mal hier runter. Hier habe ich doch irgendwas gesehen. Mal sehen, wie stark der ist. So, okay. Der macht sowas wie Eisschaden. So, gehen wir mal einen Schritt zurück. Oh, das nützt nichts. Der kann sich teleportieren. So, das war's aber schon. So, jetzt kriegen wir Büsimils Runenstein. Und haben damit den letzten Questfortschritt. Folge weiterhin den verborgenen Weg. Deine Verbindung zu den Hexengöttern macht dich stärker. Die machen mich stärker? Ein Attributpunkt. Wir haben einen Attributpunkt gefunden. So. Und das müsst ihr euch antun. Das lese ich mit vor. So, jetzt muss ich mal gucken. Wir haben ein paar. Das hier. Der verborgene Weg. Büsimil. Ne, Büsmil. So, ist nicht allzu viel. Ich lese mal mit vor. Der verborgene Weg. Endlich, mutiger Suchender, hast du den letzten Schrein erreicht. Den heiligen Boden von Büsmil, der Intrigantin. So, Leute. Ich lese noch einmal mit vor. Der verborgene Weg. Büsmil. Endlich, mutiger Suchender, hast du den letzten Schrein erreicht. Den heiligen Boden von Büsmil, der Intrigantin. Durch ihr gewaltiges Netz von Dienern zerrte Büsmil an den Schicksalsfäden, die uns alle binden. Sie war es, die den ersten Okkultisten die Kunst lehrte, übernatürliche Kreaturen zu binden. Ihren Machenschaften ist es zu verdanken, dass uns das Kaiserreich immer noch ziellos jagt und seine Inquisitoren durch das endlose Geflecht aus Ködern und Sackgassen verirrt werden.
Nur wenige Auserwählte haben das Privileg, auch nur einen Teil des gewaltigen Netzwerks der Intriganten zu sehen, und selbst sie könnten es nicht vollständig verstehen, wenn sie die Gelegenheit dazu hätten. Nachdem du so weit gekommen bist, bist du jetzt auch Teil von Büsmils Netz, ewig gebunden an das, was du gesehen und gehört hast. Jetzt besitzt du das Geheimnis des Tempels der Drei in deinen Händen. Und wenn du bereit bist, den Hexengöttern deine Existenz anzuvertrauen, dann folge den darin enthaltenen Hinweisen. Dein Schicksal erwartet dich im Heiligtum. Ein Hinweis, und ich glaube, den haben wir hier auch bekommen. So, Reise nach Süden, Teil 3 lesen wir, Teil 2 lesen wir, Teil 1 lesen wir. Wo ist denn das andere? Wir können ja das hier auch nochmal lesen. Das Glyphe der spontanen Klingen. Haben wir sonst noch irgendwas einzulesen? Nein, das war's, ne? Hatten wir hier nicht noch den Hinweis gekriegt? Irgendwo? Wartet mal. Muss ich mal schauen? Hier, den Runenstein. So, mal sehen. So, Runenstein, den Büsmils Anhänger dabei hatten. Am Rand befindet sich eine Inschrift. Und so, beim Licht des östlichen Sterns, vereinten sich die drei in ihrem Heiligtum. Gebunden durch das göttliche Blut wurde ihr Streit beendet. Der Pakt der drei wurde geschlossen. Okay, wir müssen hin zum Licht des östlichen Sterns. Also ich muss ehrlich zugeben, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich habe das schon mal gelöst, ich kann mich aber nicht mehr daran erinnern, wo das war. Okay, lassen wir es mal auf uns drauf zukommen. Wir sind hier noch nicht raus. So, sammeln wir mal das noch mit ein hier. Na, da kommen wir nicht weiter. Gibt es hier noch irgendwas? Vielleicht sowas wie ein Devotion Schrein, das wäre schick. Den gibt es hier aber nicht. Okay. Das war nur noch eine Kleinigkeit. So, mehr aber auch nicht. Dann kommen wir hier wieder raus. Okay. Gut, dann wandern wir wieder zurück. Ich glaube, diesen Teil zu finden war eigentlich noch so, naja, könnte man sagen, so fast das Schwerste. Das Astern-Karrental. Ja. So, der Schnee verschwindet. So, kommen wir hier rüber? Nee. Der fließt hier nur weiter. Das Wasser können wir nicht betreten. Wir sind wasserscheu. Kommen wir hier weiter? Ja, ist uns nicht versperrt der Weg hier? Nee. Ruf aktualisiert. Respektiert in Homestead. Okay, das ist jetzt, haben sich die Wege wieder verbunden. Na, wir brauchen schon ein paar Schuss mehr in der Zwischenzeit. Ja, wir haben wieder ein verdorbenes, ein verlassenes, grausames Totem. Das war's schon. Das ist aber jetzt. So. Ja, das grüne Zeug lassen wir jetzt mal liegen. Ich blende das aber auch nicht aus. Das lasse ich mal. Ab und zu nehme ich ja denn doch mal was mit. Hier. Oh, da haben wir oben noch ein paar Chitonische. Also ganz weg sind die noch nicht. Oh, ein Schrein.
ein Schrein, ein zerstörter Schrein. Den kriegen wir noch nicht. Der Schrein Schlummer, den kriegen wir erst später aktiviert. Der ist von schotonischer Energie verschlossen. So, das müssen wir uns also merken. Ja, hau mal zu. Ein Bossmonster getötet. Überragender geraubter Revolver der Intrige. Das bringt uns alles nichts. Denke ich. So, hier oben mal. So, die Hälfte an Punkte haben wir wieder. Zur Stufe 45. So, ich glaube, um diesen Part zu beenden... Also das Ziel des ursprünglichen Spiels zu erreichen, werden wir wahrscheinlich auf Stufe 50 auslaufen. Das müssen wir uns merken, wenn es darum geht, wie wir unsere Punkte nochmal verteilen. So, ich würde mich nochmal... Oder haben wir einen... Oh, schon einsammeln. Das hier auch. Was ist denn das hier? Irgendeine Mauer. Was ist denn hier, eine Höhle? So, wir gehen erstmal hier hin. Aktivieren erstmal das Riftgate. So. Nehmen diesen Ätherkristall mit. Explodiert, hat uns ein bisschen was mitgenommen hier. Oh, liegen Kanonen rum. So, genau. Mir war nämlich so, als ob es hier irgendwo endlich mal einen Devotion-Schrein gibt. Genau, dann können wir den schon mal aktivieren. So. Und setzen auch gleich den Punkt mit ein, um unsere Verteidigung zu stärken. Ich glaube, mich daran zu erinnern, dass wir in den Devotion-Systemen hier auf den, jetzt muss ich mal gucken, war das ein Geier? Ja, ein Geier, gegangen sind. Und jetzt haben wir hier schon zwei Punkte mit reingesteckt. Und den nächsten, da kriegen wir Leben, Energie und Angriffsqualität dazu. Genau. Ja, diesen Geier machen wir ja, der eignet sich für alle, die hier in diese Richtung laufen, Chaos. Weil, egal ob man da Attribute dazu bekommt, also das ist rein zur Attributstärkung. Der bringt uns am Ende auch nicht noch irgendwie etwa einen zusätzlichen Nutzen, aber komplette Attributstärkung, egal in welche Richtung man geht, und wir wollten ja diesen Geier auf jeden Fall haben, um diesen Bonus von 5 Chaos-Punkten dazu zu nehmen, um dann in diesem Bereich hier weitermachen zu können. Insbesondere wollen wir diese Fackel erreichen und wir haben ja erst ein auf Chaos. Ne? Und diese 5 Punkte, die bringen uns dann schon mal einen großen Schritt weiter in diese Richtung. So, ja, ein bisschen was an Punkte müssen wir noch sammeln. So Leute, als nächstes werde ich dieses Grab besuchen. Korvaaks Grab. Aber da war ich schon 1, 2, 3 Mal drin. Und ich weiß nicht, ob uns das überhaupt was gebracht hat. Natürlich werde ich es der Vollständigkeit halt aber einfach tun. Aber... Also ich weiß nicht. Mir war das immer so, als ob das nichts gebracht hat und wir unverrichteter Dinge hier wieder rausgegangen sind. Wir werden die ganze Sache einfach mal erforschen. Und wenn es nur darum geht, Punkte zu sammeln. Der Ruf des Blutes... So, also wieder Chetonische.
war ja noch einer. Eine gefährliche Domäne jetzt auf jeden Fall. Ja, vielleicht diese Kisten. Mal diese eine Kiste hätten wir jetzt auch noch mitnehmen können. Die lasse ich jetzt einfach mal liegen. So. Ja, hier ist nichts. Irgendwas. Wir gehen mal hier rein. Au, der hat einen Stempel hier irgendwie. So. Der wollte gerade irgendwelche Dämonen beschwören. Hat ihr aber nicht viel gebracht. So. Ups. Da ist ja noch einer. Okay, müssen wir wieder zurück. Wo kommen die denn hier? So, müssen wir hier lang. Also irgendwas bekämpfen die ja gerade. Ah, hier kommt noch welche. Außer, dass wir jetzt diese eine Kiste hier mit haben. So, das nehmen wir mit, die Eisenstücke wie immer. Ja. Geh mal zurückgehen, einsammeln. Eisenstücke. So. So, da haben wir wieder so ein Totem. Okay, wagen wir es. Klar. Das wird lustig. Raus hier. So, okay. Nein, nicht da rein. Okay, zack. So, dann schauen wir mal, was wir hier so mitnehmen können. Also die blauen Teile nehmen wir mit. Schauen wir uns aber später mit an und das Zeug hier. Den Rest lassen wir aber liegen. Eine Kiste haben wir hier noch. So. Ein bisschen können wir hier noch entdecken. So, ich glaube mich auch wieder daran zu erinnern, wie wir die Fähigkeitenpunkte einsetzen wollten. Sammeln wir mal mit ein. Hier haben wir die Kiste noch. Schau ich mal hier. Hier müssten wir noch irgendwo gucken. Wir gehen erstmal hier hoch. Na, wir kommen wahrscheinlich auch von dieser Seite hier ran. Ah, wir standen jetzt schon wieder in irgendeiner Jauche drin. Ne? Da müssen wir natürlich aufpassen. So. Entweite die Gehweite. Bandagen. So, waren wir hier drin? Nee. So, zurück. Weiter nach oben. So. Mal gucken, keiner.
Hier kommen wir gar nicht durch. Aber die kommen jetzt von der anderen Seite irgendwo. Da sind sie. So. Okay. Ich guck mal nochmal hier, ob hier noch irgendwas... hier kommen wir nicht weiter, ne? Oder? Doch, hier kommen wir da runter. Hier auch? Das ist... Ach nee, nur eine Kiste. Ein Kampffußpolster, das hatten wir schon mal. Also das ist so ein kleiner Geheimgang gewesen. Andere Seite ist nix. Ja, versperrt uns... Versperren uns Ruinen den Weg. Ah, die Viecher, die sind ja auch in höheren Stufen. Die reißen dann immer hier so ein... So. Ich glaube, jetzt erreichen wir dieses komische Grab. So, dieser Typ dort. Ja, fast Stufe 45, Leute. Ja, schön hier wegbleiben hier, bis sich das Zeug wieder beruhigt hat. Bringt so ein bisschen permanent Schaden. Und dann kommt man hier nicht mehr raus. Hier, das ganze Zeug hier. Verdorben. Kritischer Schaden wird größer. Also auch die können so richtig reinhauen hier. Komm raus hier. So. So, na komm schon. Beruhig dich. Da bin ich genau reingerannt in... genau reingerannt in dieses Zeug da. So. Leichenstaub. So, ein paar Kisten. Ich sehe da, hier kommen wir gar nicht rein hier in diesen ganzen... Oh. Noch eine Kiste. Verborgene Grabkammer, so wie das aussieht. Oh, noch eine Kiste. Also hier kann man schön Kisten looten. Oh, da sind noch welche. Die Geister. Die denn her? Hier, ne? So. Ah, hinten ist noch eine Kiste. Ja, da kommt von hier aus ran. Okay, das mit den Geistern, das geht. Ah, da haben wir noch welche hier. Die kommen jetzt hier um die Ecke. So. Ah, dann kommen wir an diese Kiste auch noch ran hier. So. So, und jetzt weiß ich nicht... ob man hier hinten noch irgendwo rankommt. Das sieht man ja hier. Seht ihr das hier? Hier. Ob man da noch irgendwo was aktivieren kann. Denn manchmal gibt es hier, wurde mir mal gesagt, dass man eine Fackel bewegen kann. So, und dann öffnet sich ein
Geheimer Pfad. Aber war es das hier in diesem Grab? War es wirklich nur, dass man hier so ein bisschen was mit looten kann? Oder geht das jetzt hier weiter? Aber der Gruft, ach, Grufteingang steht dort. Das kann natürlich auch sein, dass es jetzt hier weitergeht. Aber hier an der Stelle nicht, ne? Nee, hier ist es nicht. So eine Fackel hier. Schaut euch alles an hier. So eine Fackel irgendwo, die einen geheimen Gang öffnet. Aber ich glaube, das wird hier mir vorerst ein Geheimnis bleiben. Ihr könnt es mir allerdings verraten, wenn es heißt, ja, in diesem Grab hier, guckt euch das mal an, Kovaaks Grab, musst du da und dahin gehen. Und wenn du darauf klickst, dann öffnet sich hier irgendwo was. Aber so gehe ich jetzt hier erst einmal wieder unverrichteter Dinge weiter. Mal sehen. Aber ich glaube, hier kam man wieder raus, oder? Oder ging es hier weiter? Ich weiß es nicht. Ja, hier kommen wir wieder raus. So, jetzt bin ich hier wieder draußen. War es das wirklich gewesen? War es das? Oder habe ich hier wieder irgendwas übersehen? So, ich gehe jedenfalls jetzt hier zu diesem Rift. So, damit wäre die Folge auch schon beendet. Wir sind bei knapp einer halben Stunde. Und hoffe, ihr hattet Spaß. Und ja, bis zum nächsten Mal. Euer Beardman. Macht's gut, Leute. Tschüss.